Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, meine Meinung zum Film Power Rangers. Ja. So Leute, jetzt komme ich zu meiner Meinung, wie ich den Film fand. Und ich muss sagen, die erste Hälfte ist langweilig und die zweite Hälfte ist actionreicher. Ja, und insgesamt ist der Film, ja, der zieht sich am Anfang und ja, ich möchte nicht zu viel spoilern, Leute. Und ja. So Leute, jetzt komme ich zum ersten Schauspieler, also Schauspielerin, die in dem Film mitgespielt hat. Und das ist Elizabeth Banks. Und sie kennt man vielleicht, die meisten Zuschauer von mir, aus Pitch Perfect und Pitch Perfect 2, aus der Spider-Man-Reihe und aus der Tribute von Panem-Reihe. Ja. Und sie hat Rita Repulsa gespielt in dem Film. Und ja, sie hat ihre Sache geht so gemacht. Ist jetzt kein übelster Bösewicht wie in anderen Filmen, aber sie hat ihre Sache schon gut gemacht. Und ja, ihr werdet es ja sowieso sehen, wenn ihr euch Power Rangers im Kino anguckt. Oder falls nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Ja. So Leute, jetzt komme ich zum nächsten Schauspieler. Und das ist Bryan Cranston. Und ihn kennt man natürlich aus der Serie, die jeder kennt. Außer ich. Ja, ich gebe es zu, Leute, ich kenne Breaking Bad nicht. Aber ein paar Folgen von Malcolm mittendrin, da hat er nämlich auch mitgespielt. Und aus Godzilla 2014. Nicht das, was ihr vielleicht denkt, die früheren Godzilla. Ja, und Bryan Cranston hat in dem Film Zordon gespielt, den Meister der Power Rangers. Und ja, was soll man zu der Figur sagen? Vielleicht kennt ihr Power Rangers von früher und wisst, dass Zordon. Ja. Egal, ich will nicht spoilern, Leute. Guckt euch den Film an, dann ja, werdet ihr Zordon sehen in Gestalt von Bryan Cranston. Ja. Und er hat seine Sache ja gut gemacht. So Leute, jetzt komme ich zu meinem Fazit, wie ich den Film fand. Und ich muss sagen, die erste Hälfte ist langweilig und die zweite Hälfte ist gut. Also bekommt der Film von mir 6 von 10 Punkten. Ja. Und ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare, welcher Power Ranger ihr gerne sein wollen würdet. Entweder blau, schwarz, rot, gelb oder pink. Falls Mädchen meine Videos gucken. Für gelb oder pink. Ja. So Leute, dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Power Rangers schon geguckt habt und wie eure Meinung ist. Ja, Leute, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Denn da kommt dann meine Meinung zum Film Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson. Oder wir hören uns zu einem anderen Video wieder. Ja, also Leute, haut rein. Soccer Boy, Game over. Ciao.